die angehenden Fachfrauen und Fachmänner öffentlichen Verkehr stehen schon während der dreijährigen Lehre viele abwechslungsreiche Tätigkeiten offen. Die Lehre ist generalistisch ausgerichtet. Sie bietet einen umfassenden Einblick in die Aufgabenbereiche, die wichtig sind für das Funktionieren des öffentlichen Verkehrs. Fachleute öffentlichen Verkehr planen die verschiedenen Angebote für den Personen- und für den Güterverkehr. Sie überwachen und lenken den Bus, Tram oder Zugverkehr auf einer Leitstelle. Sie müssen klar informieren und kommunizieren. Sie analysieren und optimieren Angebote und Betriebsabläufe. Die Berufsleute müssen schnell, sicher und vernetzt denken und handeln. Mein Name ist Cedric Birli, ich bin Fachmann öffentlicher Verkehr und arbeite in einem Nahverkehrsunternehmen. Meine Tätigkeitsgebiete sind Personalplanung, der Einsatz von Fahrzeugen und das Erstellen von Fahrplänen. Im öffentlichen Verkehr läuft nicht immer alles nach Fahrplan. Darum arbeite ich auch bei anspruchsvollen Betriebsänderungen mit, wie zum Beispiel bei Baustellen oder Grossanlässen. Morgen zusammen. Ja, guten Morgen. Hoi. Hoi. Hansi, morgen. Wir sind Teamplayer. Regelmäßig besprechen wir und verteilen die Arbeiten untereinander. In einem Verkehrsunternehmen arbeiten viele Menschen in verschiedensten Funktionen rund um die Uhr. Die Einsatzplanung ist eine unserer Hauptaufgaben. Dafür setzen wir spezifische Programme ein. Gute Computerkenntnisse und vernetztes Denken sind Voraussetzung. VBZ Cedric Birli. Guten Tag. Ja, um welche Zeit hätten Sie den Arzttermin? Jawohl, darf ich nur nach Ihrer Personalnummer fragen? Ja, das ist gut. Ich kläre das noch schnell ab. Ich würde Ihnen später einmal Bescheid geben, ob das möglich ist. Ich habe hier noch einen Mitarbeiter. Ich muss 14:30 Uhr an einen Arzttermin. Jawohl, du sollst kurz informieren. Sehr gut. Jenny, ganz kurz für dich als Info. Du hast um 14:30 Uhr keine Ablösung. Du müsstest zuerst mal weiterfahren. Kurzfristige Änderungen sind bei uns an der Tagesordnung. Alle Änderungswünsche zu erfüllen, ist allerdings nicht immer möglich. Das entsprechend mitzuteilen, damit sich die Enttäuschung in Grenzen hält, setzt Kommunikationsfähigkeit und auch Einfühlungsvermögen voraus. Je nach Situation kann das belastend sein. Auch für mich. Und mich länger beschäftigen. Sie weiss Bescheid und wird jetzt zuerst mal weiterfahren. Sehr gut, besten Dank. Danke dir. VBZ Cedric Birli. Guten Tag. Für die Einsatzplanung sind wir die erste Anlaufstelle. Jawohl. Das gilt für das Personal und für Fahrzeuge. Jawohl, also Konzertende ist einfach eine Stunde später. Sehr gut, tue ich das so anpassen. Sehr gut, danke, tschüss. Ich muss die Einsatzmöglichkeiten und Verfügbarkeit von allen Fahrzeugen kennen. Das ist vor allem wichtig, wenn ich, wie jetzt zum Beispiel wegen einem Grossanlass, mehr Fahrzeuge planen muss. Das mache ich im Fahrplanbüro an Computersystemen mit spezieller Software. Wir sind auch zuständig, dass die Änderungen richtig mitteilt und veröffentlicht werden. Heute findet das vor allem digital statt. Zum Beispiel auf der modernen Anzeigetafel an fast jeder Haltestelle. Genau, also wir haben jetzt neuerdings so einen Joystick. Funktioniert ja induktiv. Das heisst, man muss immer eine Hand oben drauf haben. Genau so ist jetzt auch neuerdings stufenlos. Das heisst, neben all den administrativen und organisatorischen Abläufen muss ich auch auf dem Laufenden über Neuheiten und spezielle Eigenschaften vom Rollmaterial sein. Der öffentliche Verkehr ist ein Bereich, der sich schnell entwickelt, vor allem technisch. Und danach den Joystick führen. Ich muss immer an Schur bleiben. Dafür gehe ich immer wieder ins Depot und informiere mich. Für mich persönlich ist das ein richtiges Highlight. Ich finde das extrem spannend. Das zeigt auch die Vielfältigkeit von unserem Beruf. Ja, wie ihr seht, haben wir eine Sperrung rund ums Zürcher Seebecken plus den Limmat entlang. Aus dem Grund wird die Linie 11 hier in dunkelgrün wird von der Realp an Stadelhofen umgeleitet, nachher weiter an Tiefenbrunnen. Auf der gleichen Strecke wieder zurück. Ich habe jetzt eine Frage. Was hat das für personelle Auswirkungen? Ja, wir haben an diesem Tag einen Spezialdienstplan. Der wird, wir treffen uns im Team regelmäßig zum Erfahrungsaustausch. Wir besprechen alles, was uns während der Arbeit aufgefallen ist. Was gut funktioniert, aber auch, was wir verbessern müssen. Bei der Einsatzplanung oder bei der Anpassung von Fahrplänen. Unsere Erkenntnisse und Vorschläge sind wichtig. Schlussendlich sind wir am Puls des öffentlichen Verkehrs, wo alles reibungslos ablaufen muss. Ich bin Carmilla Steiner und arbeite als Fachfrau öffentlicher Verkehr hier in der Betriebszentrale. Ich habe viel Verantwortung in meinem Beruf.
weil als Mitarbeiterin der Zugverkehrsleitung habe ich alle Fäden in der Hand. Okay. Ich überwache den Zugverkehr und bin Ansprechperson bei Unterhalt und Bauarbeiten. Bei Störungen koordiniere ich alles, dass der Zugverkehr wieder normal ablaufen kann. Bei uns in der Leitstelle fallen als erstes die vielen Bildschirme auf. Auf denen sieht man verschiedene Leitsysteme und andere Hilfsmittel, die mich bei meinem Job unterstützen. Das ist Carmilla im Fahrdienst. Salut. Ich habe eine Türstörung. Ich muss hinterher die Türen abtrennen. Du hast eine Türstörung in Flums im Gleis 4 mit dem 1S330. Hast du eine Prognose, wie lange es etwa geht? Ja, geht sicher etwa 10 Minuten. Es ist ja die hinterste Tür. Ich muss da 150 Meter hinterher laufen. 10 Minuten sicher. Alles klar. Bei Störungen an einem Zug sind wir hier in der Leitstelle die ersten Ansprechpersonen für die Lokführerinnen und Lokführer. Wie jetzt zum Beispiel, wenn sich die Wagentüren von einem Zug nicht mehr automatisch schliessen. In solchen Fällen müssen wir sicher, schnell und überlegt handeln. Tom? Ja? Der 1S330 in Flums im Gleis 4 hat eine Türstörung. Ich muss das Hauptsignal auf Halt stellen, gell? Gehe ich bei mir Flums über das Gleis 3 und dann auf dem Gleis 104 zu dir, auf Mail. Ja, habe ich verstanden. Der 1S330 bleibt wegen Türstörung nachstehen. Ich muss die Situation sofort mit meinen Teammitgliedern absprechen, damit sie je nach Ausmaß der Störung auch in ihrem Bereich entsprechende Massnahmen treffen können. Schon kleine Verspätungen können Auswirkungen auf den Verkehr in der ganzen Schweiz haben. Das ist gut, ja. Machen wir die Kreuzung. Tipp. Gut, danke. Die Lokführerinnen und Lokführer, das Zugpersonal und auch die Passagiere verlassen sich zu 100% auf uns. Super Momente sind für mich, wenn dank meiner Disposition Verspätungen minimiert werden können. Das ist in meinem Beruf eines meiner Erfolgserlebnisse. Eine Information zur S4 nach Sargans. Die S4 nach Sargans, Abfahrt um 9.10 Uhr, kann vorerst nicht weiter verkehren. Grund dafür ist eine technische Störung am Zug. Zu meinen Aufgaben gehört es auch, Passagiere am Bahnhof über Änderungen zu informieren. Entweder schriftlich über die Anzeiger oder wie jetzt über eine Durchsage per Lautsprecher. 3 Minuten ab Gleis 3 statt 4. Ich habe einen Beruf, in dem ich viel Verantwortung trage. Das muss ich mir immer bewusst sein. Damit muss man umgehen können, und zwar auch in Stressmoment. Weil Fehler können schnell gröbere Auswirkungen haben. Unregelmäßige Arbeitszeiten gehören zu meinem Beruf. Zur Nacht, wenn der reguläre Bahnverkehr vorbei ist, werden Bauarbeiten oder spezielle Transporte durchgeführt. Natürlich überwachen wir auch diese überwachen und koordinieren. Im Rostand sollte noch etwas Gleis sperren zwischen Sargans und Bad Ragaz, Streckengleis 302 bis 303. Könntest du bitte von deiner Seite her mal sichern? Mhm, einen Moment, mache ich gleich. Gut, in dem Fall zwischen Sargans und Bad Ragaz, Streckengleis 302, 303 von meiner Seite aus gesichert. Das habe ich verstanden. Zwischen Sargans und Bad Ragaz, Streckengleis 302 bis 303 gesichert. Das ist richtig so. Danke. Hallo Schüler, das ist Carmela im Fahrdienst. Jetzt kann ich dir deine Sperre bestätigen, gemäss dem BAB 23-1320-2. Und zwar habe ich dich gesperrt zwischen Sargans und Bad Ragaz, Streckengleis 302 bis 303. Mit der Zeit 07.55. Mein Name ist Fahrdienstleiterin Steiner. Gut, danke. Ciao, Schüler. Jeder Arbeitstag ist anders, manchmal ruhig, manchmal hektisch. Und eben genau das finde ich spannend an meinem Beruf.